Veränderte Regeln in einem noch härteren Modus. Cup-Veteran und frisches Blut. Mehr Angler, mehr Nationen, mehr Folgen und ein Megapreis für den Champion. Der YouTube Predator Cup stößt 2020 in neue Dimensionen vor. Diese Anglerinnen und Angler sind in der dritten Staffel dabei. Für seinen YouTube-Kanal FirstCast TV natürlich auch in der dritten Staffel vertreten. Der Champion 2018, Dustin Schöne. Hechte und Barsche in Übergröße sind seine Spezialität. LMAB Teamangler Mai Kreuz ist erstmals im Turnier dabei. Swedish Anglers is the best. Tobias Eckwall von Kanal Gratis wird das erneut versuchen, unter Beweis zu stellen. Der mit fast 100.000 Abonnenten größte französische Angel-YouTuber gibt sich die Ehre. Amin Kolatek nimmt für seinen Kanal Arminiac Fishing am YPC 20 teil. Vielleicht kommt ihm der neue Modus entgegen. Der amtierende Profiliga-Gewinner Veit Wilde hat sich auch für die dritte Staffel viel vorgenommen. Auch die Schweiz hat in diesem Jahr einen Vertreter im Cup. Raubfischexperte Markus von Olf angelt für seine Rutenschmiede Bullseye Fishing. In der zweiten Staffel hat er sich in die Herzen vieler Angler gefischt. Herbert Ziereis vertritt den bayerischen Schuhhersteller Hikes beim YouTube Predator Cup 2020. Neu im Turnier dabei. Jasmin Spingel-Petersen fischt für Iron Claw beim YPC mit und möchte so einigen Favoriten gehörig die Suppe versalzen. Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht ist Luis Mendes vom Big L Fishing Channel nächstes Jahr bereit für den großen Wurf. Vier französische Meistertitel und verdammt viel Turniererfahrung. Wir freuen uns auf Produktentwickler und Raubfischprofi Sylvain Legendre von Fox Rage. Im letzten Jahr sehr knapp gescheitert, ist er heiß auf seine zweite Chance. Vielfänger Christian Wienicke nimmt erneut für Savage Gear am Turnier teil. Sein Trophäenschrank ist bereits prall gefüllt, doch für den YPC-Pokal würde er sicher noch ein Plätzchen finden. Kajak-Weltmeister und WPC-Champion Salah El Babucci möchte den Titel für Spro nach Hause holen. Er hat mittlerweile schon zwei Rechnungen mit dem YouTube Predator Cup offen. WPC- und Luremasters-Gewinner Enrico Di Ventura stellt sich auch dieses Jahr dem vielleicht härtesten Raubfischturnier Europas. Wer sagt, Angeln ist langweilig? Wer sagt, Angeln ist langweilig? Auch für die Niederlande geht ein extrem starker Angler ins Rennen. Simon Torrenbeck, Produktentwickler bei Abu Garcia, kennt das Revier wie seine Westentasche. Ebenfalls ein Experte auf den holländischen Gewässern. Weltmeister Dietmar Isaias bereichert den YouTube Predator Cup mit seiner Angelkompetenz auch im kommenden Jahr. Auch der größte belgische YouTube-Kanal ist beim YPC 20 vertreten. Über 80.000 Abonnenten werden Landry Rosson vom Kanal Fishtik die Daumen drücken. In den ersten beiden Staffeln war sie bereits live vor Ort, diesmal angelt sie endlich selbst mit. Wir freuen uns wahnsinnig, Babs Kiewski für Berkeley Fischen zu sehen. Mit 40.000 Abonnenten im Rücken, zu allem bereit. Seid gespannt, was uns der französische YouTuber Julien Tronc alias Julo im Turnier für Techniken präsentieren wird. Extrem viel Wettkampferfahrung und verdammt viel Expertise. Bootsweltmeister Marc Ptaczowski von Ilex sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Die Zuschauerherzen hat er bereits im letzten Jahr erobert, doch dieses Jahr will Jan Pusch, der für den Bootshersteller Finnwal am Cup teilnimmt, noch höher hinaus. Ich werde irgendwann den 50er fangen. Österreichs Farben vertritt 2020 eine extrem erfolgreiche Anglerin von der Donau. Doch Sabrina Zorn von Salmo ist auch mit den Turniergewässern sehr vertraut. Das Turnierfischen ist zu seiner Leidenschaft geworden, sein Ehrgeiz kaum zu bremsen. Daniel Andriani ist wieder für unseren YouTube-Kanal Hecht und Barstehe dabei. Wenn er in Holland so gut fängt wie in den deutschen Boddengewässern, kann einem Angst und Bange werden. Gunky-Urgestein Malte Gatz fischt erstmals im YouTube Predator Cup. Wir sind sehr glücklich, die Raubfischlegende wieder an Bord zu haben. Frédéric Julien möchte unter der neuen Navicom-Flagge noch etwas weiter segeln als im letzten Jahr. Die 24 Kontrahenten werden am Sonntag, den 24.11. ab 14 Uhr auf der Angelwelt in Berlin 4 Sechsergruppen zugelost. Wer es leider nicht schafft, persönlich vor Ort zu sein, kann die Auslosung auch via Livestream auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Quasi im Anschluss, nämlich ausnahmsweise bereits ab 16 Uhr,
könnt ihr euch dann das entscheidende Rückspiel im Halbfinale zwischen Dustin Schöne und Herbert Ziereis angucken. Viel Spaß!